Was geht, Leute? Willkommen zu meinem Vlog Nummer 3. Wie ich schon angekündigt habe, bin ich in Berlin. Wir gehen jetzt nämlich zum Trend Vision Pop-Up und schauen uns den an. Werden die vielleicht auch ein bisschen vergleichen und ein paar Leute sehen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, schreibt einen Kommentar und liked das Video. Wir sind mittlerweile auf dem Pop-Up. Ich denke, ich werde euch auch ein paar Sachen eingeblendet haben. Wie ihr seht, die Location ist wieder, ich kann mich immer wieder nur wiederholen, crazy. Ich würde sogar behaupten, die ist besser als London. Die Frage ist nur, ob die besser als Köln ist. Von der Location selber war Köln einen Ticken besser. Aber die ganzen Artworks und Designs, die hier sind, sind schon viel nicer als in Köln. Also das heißt, die ganzen künstlerischen Sachen mit der Jacke da zum Beispiel oder auch wieder die Ketten, das ist schon wirklich heavy und fast nicht zu übertreffen. Die Pieces sind die gleichen wie in allen anderen Stores, also die Sweatsuits, die Denims und dieses Mal auch die Jorts. Die finde ich besonders nice und ich denke, sobald ich die Kollektion habe, werde ich euch die auch was genauer zeigen. Wir nehmen euch jetzt den Pop-Up einfach mal mit und ich werde fragen 1, 2, 3 Leute, wie es denn hier am Pop-Up gefällt. Hi, was geht? Darf ich kurz was fragen? Und zwar machen wir eine kleine Umfrage. Wie gefällt es dir am Pop-Up und findest du den besser oder den in Köln? Also, ich war in Köln nicht da, aber ich find's geil hier. Gut, danke dir. Wie gefällt es dir am Pop-Up? Warst du an den anderen Pop-Ups auch schon? In London habe ich gearbeitet. Okay, und welchen fandest du besser? Hier die Location, so Setup ist cooler. Dankeschön. Gerne. Hier haben wir auch einen wunderschönen, netten Herrn. Guten Tag, wir machen eine kleine Umfrage. Wie geht's dir heute? Sehr, sehr gut. Wie gefällt dir der Pop-Up hier? Sehr geil. Gute Leute. Mega Vibe. Fühl dich gedrückt. Wir haben ja auch noch diesen kleinen, der 14-jährige Instagrammer. Warum trägst du überhaupt das? Bro, wie geht's dir? Gut. Okay, dann erklär uns doch mal ganz kurz, was du heute anhast. Ich fange unten bei den Schuhen vielleicht mal an. Veneta Kader-Tims in schwarz, dann Trend Vision Base Denim in Ash Black, NBA Youngboy Tee, Trend Vision Zipper und dann noch echte Gucci Camp, 100% echt. Letzte Fit. Aus Türkei? Nee. Okay, wir haben ja noch einen kleinen Streamer, der ist upcoming. Du hast jetzt mit Twitch angefangen, wie geht's dir heute? Sehr gut, ja. Was machst du so auf Twitch? Also welche Spiele spielst du ab und zu? Ich Fortnite. Für Fortnite! Magst du uns vielleicht kurz einfach mal deinen Fit erklären, was du heute anhast? Ich habe heute an. Genau, ich habe meine Veneta Kader Timberlands an. Cool. Ja. Oh, hell na. Auf jeden Fall, was habe ich noch an? Hier, Trend Vision Basic Denim. Die ist auch noch neu, oder? Die ist neu. Ja, brand new. FN Factory New, ne? Hosenkette von Amazon bestellt. Belt von Systemic. Jacke. Vintage von Kahat. Shoutout an Warehouse Vintage, ich glaube schon. Trend Vision Tee. Meinen eigenen Schmuck, meinen eigenen Schmuck. Ich muss ein paar Sachen klarstellen, die beim Pop-Up passiert sind. Das heißt Soße, es ist das Bad, Ronaldo ist der Goat. Und ansonsten abonnieren, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, netten Kommentar schreiben. Liebe Grüße an die Jungs, die ich gerade auf Klo getroffen habe. Hört sich jetzt erstmal, ja, ja, Post. Ich kam aus der Toilettenkabine raus, hab dann erstmal mit den Jungs geschnackt, war sehr cool. Liebe Grüße an die Jungs, falls ihr das sehen solltet, fühlt euch gedrückt. Ich bin ein Marketingopfer. Ich habe diesen Lippenstift von Fenty Skin für 20 Euro gekauft. Kauft nicht. Wir checken jetzt auf jeden Fall den Store aus. Dann heißt wobei ich den Store. Ich habe keine Ahnung, wie die Cam funktioniert. Ich weiß nicht, ob das Mic an ist. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall hier diverse Pieces. Needles. I don't know. Wir haben auch hier einen, diesen Needles. Boah, ist natürlich eine hohe Verantwortung und schwere Last auf den Schultern, muss man ja auch einfach so sagen. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Uhren. Ich bin ja überlegen, mir so einen hier zu holen. Harter Laden. Und natürlich auch Interior-Sachen, die hier bestens ausgestattet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, dass wir dieses Vlog-Crossover gemacht haben. Und ich glaube, es wird keine Aufnahme es ins Video schaffen. Und damit wieder back zu Vivian. Ich weiß nicht, was David jetzt hier gesagt hat. Wir sind auf jeden Fall im High Snobiety Store. Gibt es auf jeden Fall eine riesige Auswahl an Schuhen. Ich habe da auch schon die Veneta Kader Heels gesehen. Die habe ich ja schon, deswegen muss ich mir die jetzt nicht holen. Aber Ben meinte auf jeden Fall, dass es hier auch eine Entire Studios Ecke gibt. Die wollte ich auf jeden Fall mal auschecken. Ansonsten auch diese ganzen Accessories und so. Was sagen wir? Ist das ein Kauf wert? Safe. Fit ist geisteskrank, oder? Was kostet die? Ja, das will noch. Oh no. Ja.
das der Bruch gerade, was jetzt gerade passiert ist. Was macht man dagegen? Oh mein Gott. So Take Two mit einem Zentimeter weniger Haaren, ne? Wirklich? Schon, ja. Die kommt überkrass, oder? Die kommt wirklich geisteskrank. Guck mal, ohne Witz, manchmal werde ich so, kriege ich so Kommentare wegen den Proportionen, aber die Proportionen sind perfekt. Ja, die sah so bei mir auch aus. Oh mein Gott, guck mal, auch von hinten. Ich sag, ist perfekt, ne? Ist ja wirklich krass. Sag ich ja, du hast jetzt anprobiert, oder? Das ist so deine Schuld. Ich hatte die auch 2 Wochen im Gehör. Boah, eigentlich müsste die schon eingepackt werden, ne? Schwierig. Ich sag im Herbst. Hallo, mein Fazit zur gesamten Pop-Up-Tour. Mega, mega krasses Ding. Extrem, extrem viel Spaß gehabt. Cool, dass ihr auch da wart. An 3 Locations. Und jetzt Abschluss Berlin, heftig. Also mega, mega geil. Nochmal der Tag gewesen. Wieder geiler Store, geiles Feedback bekommen. Sehr, sehr happy. Fazit der gesamten Pop-Up-Tour. Voller Erfolg, bin happy. Der Beste, die Frage, welches der Beste war, ich würde sagen Location Köln. Vibe war New York, krass vom Store auch selber. Und Berlin ist halt einfach geil, weil Familie und Freunde alle hier sind, das ist einfach geil. Viele Leute kennt man hier, deswegen jeder hat so seine Vorteile. Ich sage aber rein Pop-Up-technisch glaube ich Köln, krasser. Von Location allen, Ausstellungen war krank. Tschüss! So, Freunde, mittlerweile ist es schon der nächste Tag. Wie ihr sehen konntet, waren wir jetzt noch ein paar Fitpics machen. Ich glaube, der Spot sollte jedem bekannt sein. Ich werde euch die Fitpics auch einblenden. Ist auf jeden Fall super kalt, deswegen musste das jetzt ganz schnell gehen. Wir machen uns jetzt auch schon auf dem Rückweg nach Hause. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr vielleicht auch als nächstes sehen wollt. Und dann sehen wir uns ganz bald bestimmt auch schon wieder. Tschüss.